Hallo und willkommen hier zu Pokémon, das Sammelkartenspiel nochmal. Hier ein Unboxing zu Schimmernde Legenden, die Top-Trainer-Box mit den schillernden Ho-Oh drinnen. Und wir machen das Ganze hier mal auf. Okay. Dann ein Stück Karton. Info für Spieler. Das sieht mal sehr gut aus. Dann, hier haben wir die Box. Und dann öffnen wir sie mal. Wow. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Okay. Und das ist alles so irgendwie drinnen. Okay. Erstmal haben wir hier da einen Würfel, dann auch Chance-Zählmarken würfeln sozusagen. Um die Chance zu zählen. Dann haben wir hier ein Vergiftungs-, ein Verbrannt- und eine GX-Markerkarte. Dann, was gibt's hier noch? Hier gibt's dann noch die Trennblätter für die Deckdinger, also der Karten, das Trennschieber. Hier mit einem groß, einmal ein kleines Ho. Dann haben wir hier die Promokarte, das schimmernde Ho. Mit goldener Flügelfähigkeit. Das ist eigentlich auch ziemlich gut sogar. Und Feuersturm mit 110 Angriff, 130 KP. Gar nicht so schlecht, diese Karte. Gut, dann haben wir hier drinnen auch noch Hüllen in denselben Design. Das sind auch Hüllen, die für Turniere benutzt werden können. So wie noch die ganzen Energiekarten. Lauter Energiekarten, ja. Und dann haben wir noch ein paar Booster Packs. Und zwar 10 sollten es eigentlich sein. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, 10. Und das war's dann auch schon. Dann ist es schon wieder leer. Gibt es immer noch die Kartonschachteln hier noch drinnen. Und was da dazu, dass man das wieder schließen kann. Und in so einer kleinen Box dann hat. Sehr schön eigentlich. Gut, dann öffnen wir mal das da. Ein schimmernde Legenden. Sogar das schimmert sogar, danach, ja. Und öffnen einfach das Pack hier. So. Dann, ups, da ist mir jetzt was runtergefallen. Gut, hier haben wir jetzt erstmal einen Barmelin. Ein Kurokex. Ein Voltaball, ein Rettern, oh, ein Pikachu und ein Bisasam, yeah! Das wollte ich sogar haben. Fähigkeit Dschungelherrschaft. Jedes Pflanzenbasis-Energiekarte liefert 2 Energien. Das ist eigentlich ziemlich gut sogar. Okay, dann noch ein Manaphy mit der Fähigkeit Segen der Tiefsee. Das ist auch gut, das heilt die Wasser-Pokémon sozusagen. Also Pokémon mit Wasserenergie drauf. Dann auch das, eine Ramot mit heißer Wirbel. Okay, und Grüppuck, ach, den Namen kann ich nicht aussprechen, mit der Fähigkeit Verfluchter Strudel. Okay, und die Pokémon-Züchterin. Legen wir das so hin. So, dann kommt das nächste. Ja, da fliegt schon fast alles ein bisschen um. So. Genau. Schaut schon besser aus. Dann das nächste mit einem Rayquaza hier auf dem Booster Pack. Wir beginnen mit Rettern, mit Golbit, mit Voltaball, ein Tyrakrok mit Fähigkeit Steilsprung. Nochmal ein Zorokex, ein Venoflibis und ein Reshiram. Ein Reshiram. Okay, diese Attacke fügt 10 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der Schadensmarken auf diesen Pokémon zu. Naja, das geht eigentlich sogar ziemlich. So, dann noch Energie, Super Anziehungskraft, Chris, Impegator. Und das auch noch. Die werde ich dann vielleicht noch eines dann herzeigen. Mal schauen.
Oder nach und nach dann immer wieder etwas machen, wofür man dann, also eine Art Challenge, wofür man dann diesen Online-Code dann bekommt. Ein Zufallsspiel wird das dann mal. Ich werde das noch ein bisschen aufheben und dann vielleicht das nächste Mal schon eine Challenge beginnen. So, okay. Hier haben wir noch einen Knilz, ein Flammiau, Ignivo, Felilou. Ups, jetzt habe ich schon das Herzjagdminium, eine Lilly und ein Shaymin. Okay, mit Aufholjagd, also große Flattern, Aufholjagd. Die Aufholjagd ist eigentlich ziemlich gut. 95 Angriff mehr, also 120 für Zeitenergie ist schon gut eigentlich. So als, genau, Aufholjagd. Dings, das kommt daher, die Lilly gehen wir daher, Feuer. Pokémon Fängers, Wahnsinnskraft wieder und noch ein Krypok. So, dann kommt das nächste. Okay, mit einem Minum, einem Baldorfisch, einem Zoroark. Das schaut eigentlich ziemlich lieb aus sogar. Plusle mit Minum. Okay, dann ein Bisasam. Ein Flunkschlick. Und ein schimmerndes Mew. Ja, das ist doch richtig schön hier. Ein legendärer, was? Legendäres Geleit. Wow, das kann zwei Energiekarten einfach so ein beliebiger Pokémon anlegen. Das ist für die erste Runde eigentlich ziemlich gut. Cool. Es hat nur 30 KP, okay, aber so sehr, sehr gut. Oh, jetzt rein wir daher. Elektroball, Cleopatra, Doppelfarbenlos-Energie. Kann man auch immer wieder gut gebrauchen. So, jetzt geht's noch weiter. Wir haben noch jede Menge Ohr vor uns. Okay. Dann ein Karnimani. Noch ein Bisasam. Ein Pikachu. Ups. Ein Flunkschlick. Ach, ich zeig das immer noch einmal. Rettern. Schadenstransporter. Verschiebe drei Schadenmarker von einzelnen Pokémon an ein anderes Pokémon. Ja, okay, es geht. Und ein Hopper. Mit der Fähigkeit Spitzbubenwacht. Kann einfach von X- und GX-Pokémon Attacken machen, ihnen einfach nichts aus. Das ist eigentlich ziemlich gut sogar. Dann noch das, den Fliege ich nochmal in die und noch ein Bisaflor. Zwei Bisaflor, kein Bisaknosp. Ich brauche noch ein Bisaknosp. Obwohl, mit Sonderbonbon kann man ihn auch rufen. Also. Aber dazu brauche ich noch ein Bisaknosp. Okay. Hier, Golbit. Voltoball. Tyrakrok. Zurokex, Mizunder. Wow, eine glitzernde Energiekarte. Und ich glaube, da kommt was durch. Ein Entei GX. Ein Entei. Mit tapferer Band GX fügt ein Pokémon des Gegners 150 Schadenpunkte zu. Auch auf der Bank. Das ist sogar ziemlich gut. Und so 100 noch. Das aktive Pokémon des Gegners ist verbrannt. Und so 100 noch 50. Gar nicht so schlecht. Oh, wo kommt das jetzt eigentlich her? Da, so, okay. Dann nochmal pflanzen eine Golgantis. Energie zu gewinnen, Cleopatra. Okay. Dann haben wir hier nochmal ein anderes Booster mit einem Mew drauf. Ups. So, okay. Mit einem Voltoball, einen Rettern, noch einen Pikachu, einen Karnimani. Noch ein Bisasam, ein Karpilz und ein schimmerndes Jirachi. Mit Sternenherrschaft 10. Man kann es einfach rückentwickeln. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, rückentwickeln, aber ja, irgendwie schon, irgendwie aber auch nicht. Okay. Oh, das nehme ich daher. Blitzenergie, Verkrümmungsenergie. Okay, das ist sogar eine Tauschenergie sozusagen. Eine Energie mit Kombination aus Tausch. Gut, drei Booster Packs haben wir noch. Bis jetzt nur eine GX-Karte. Aber was nicht ist, kann noch werden. Flaumiau, Baldorfisch nochmal. Und kein dieser Knosp. Warum nicht? Philo. Ein Zekrom. Das ist mal ein richtig cooles Artwork. Und ein Viridium.
Okay. Dann noch das. Noch ein Bisaflor. Hyperball. Kleopatra. Ich brauche nicht Bisaflor, ich brauche Bisaknosp jetzt mal endlich. So. Am besten zwei noch in diesen letzten zwei Boosterpacks. Okay, Mizunder. Blusle. Noch ein Zoroark. Bisaknosp endlich einmal. Und nächsten Booster bitte dann nochmal. Quirtle. Super Anziehungskraft und noch ein Shaymin. Oh, ich lege das immer so hin. Pflanzenergie, Energie zu gewinnen, Super Anziehungskraft, noch ein Krypok. Und das ist jetzt das letzte Booster Pack. Bis jetzt nur ein GX-Karte. Ich hoffe mal, dass da noch was ist. Ich hoffe es wirklich. So, nochmal. Baldofisch. Zoroark. Plusle, ein Bisasam. Ja, noch ein Bisasnosp. Ein Arbok mit Fähigkeit Einschüchterungsmuster. Solange dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, füge die Attacken des aktiven Pokémon des Gegners 30 Schadenspunkte weniger zu. Auch nicht so schlecht. Und noch ein Hopper. Wirklich nur eine GX-Karte? Okay. Dann noch eine Pokémon-Züchterin, noch ein Lili, ein Hyperball. Und das war's. Das war's. Ich zeige euch nochmal die Karten, die ich gezogen habe. Super Anziehungskraft. Ein Zekrom. Ein Karpilz. Eine Pflanzenergie. Ein Schadenstransporter. Flunkschlick. Eine Lili. Eine Venoflibis. Und dann hier noch ein Blizzaflor. Dann noch zu den anderen, eher mal selteneren Karten. Dann ein Hopper. Ein Shaymin. Ein Viridium. Ein schimmerndes Jirachi. Ein Entei-GX, ein Hopper, ein schimmerndes Mew, noch ein Shaymin, ein Reshiram und ein Manaphy. Ich glaube, das Mew ist schon was wert, oder? Ich meine, das ist immer hinter drauf. Schimmerndes Mew, das gefällt mir schon gut. Und die Shaymins gefallen mir sehr gut. Da, zwei davon. Zwei Hopper. Und dann noch so welche. Das NTGX. Ich weiß nicht, ob es so gut ist. 150 für 3 Energie und irgendwelche zerstören. Das ist schon gut, wenn der Gegner sich zurückziehen will. Das Schimmer der Yachi. Naja, weniger. Schimmer die Mew. Sehr gut. Reshiram. Das geht halbwegs noch. Manaphy halt ist gut für Wasserdings. Immerhin seine Fähigkeit. In Verbindung noch mit der Stadionkarte, glaube ich, falls sie noch im Standard ist, wenn dann in erweitert halt, dann auch noch ein bisschen heilen. Und Viridium. Das ist auch Basisenergiekarte, einfach anlegen, was man in der Hand hat. Und da Langspieß, 30 Schadenspunkte auch noch auf einen Pokémon der Bank hinzufügen. Gar nicht so schlecht. Ja, das war's. Hier nochmal das schimmernde Ho-Oh. Und ich würde sagen, so, Online-Codes werde ich als Challenge herausbringen. Ihr müsst irgendwas tun, um diese dann zu ergattern. Und bis zum nächsten Mal.